Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Die Ergebnisse sind da. Oh, guck mal hier. Die Ergebnisse sind da. Ach du Scheiße. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab noch mal geguckt. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Scheiße. Was ist passiert? Willkommen zurück bei Resident Evil 8-Village. Okay, was ist mit Mia und wo ist Rose und wo ist Chris? Ich glaube, also wir hatten einen Unfall. Das ist jetzt aber unüblich, sage ich mal. Wir hatten einen Unfall. Und Chris, der uns im letzten Teil gerettet hat, im 7. Teil, ist jetzt mit unserer Tochter weg. Und ganz kurz, die Sequenz eben am Anfang, da wurde gesagt, die Ergebnisse für ihre Tochter sind da. Wir haben aber in der letzten Folge, haben wir ja gelernt, am Rechner war das, glaube ich, oder irgendwo, dass bei unserer Tochter noch die Ergebnisse auf diesem Pilzbefund fehlen. Ob das Baby infiziert ist von der Mutter, so wie ich das sehe, ist das Ergebnis wohl positiv. Und deswegen sollte das Baby geholt werden und die Mutter offenbar eliminiert, wahrscheinlich damit sie nicht noch ein Baby kriegt, würde ich vermuten. Uns wollten die nicht umbringen, also uns haben die jetzt mitgenommen, ich weiß nicht genau warum. So, Handy können wir nicht gebrauchen. Missionsziele. Ziel eliminieren, Mia wahrscheinlich, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters, also Rose und... Okay, uns wollten die auch haben. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Wir könnten ja eventuell auch Pilze haben. Vielleicht. Wobei, uns hätten die schon längst geprüft. Die hätten uns sonst nicht gehen lassen. Okay, warte mal. Noch eine Frage. Falls ihr es gesehen habt in der Schießerei, hat Mia sehr lange überlebt. Die wurde angeschossen, das hat die gar nicht gemerkt. Also in der ersten, das hat die zwar gemerkt, so, aber hat die nicht interessiert. Einfach so, puh, hier durch. Na, also hier so, puh, 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 puh. Und die so, guckt sich um. Danach wurde die durchlöchert, durchsiebt einfach und hat immer noch gelebt auf dem Boden. Und jetzt fehlt die Leiche. Es gibt hier keine Leiche von Mia, obwohl hier steht, Leiche sicherstellen. Aber hier gibt's keine Leiche. Und ich glaube nicht, dass Chris die mitgenommen hat. Okay, alles klar. Zumindest weiß ich jetzt, wie wir in diesem Dorf gelandet sind. Oder wie wir in diesem Dorf landen werden, zumindest. Oh, das wird wieder ein sehr rätselhaftes Spiel. Es tut mir leid, wenn ich gerade
Ich will gerade die Verknüpfung zusammenstellen irgendwie. Mich interessiert das gerade, warum das alles so zusammenhängt. Aber ich glaube, darüber werde ich mir sehr gleich keine Gedanken mehr machen, wenn ich mir so umgucke. Hallo? Achso, warte. So, einmal durch. Wachsen uns Körperteile wieder nach? Eine Schublade mit eine Schubkarre mit schwarzen Federn. Wahrscheinlich Krähenfedern. Ist das Darm oder ist das eine Schnur? Hallo? Ist das ein Woll? Okay. Okay, das ist keine Schnur, glaube ich. Warum gibt es denn hier so viele Krähen, sag mal? Okay, also ich glaube, also ein Tier würde Krähen, glaube ich, nicht erhängen, oder? So kunstvoll, wie so ein kleiner Galgen. Von da oben irgendwo, wo man es gar nicht sieht. Von da oben, von irgendeiner Schnur. Ja, warte. Kann man das anstupsen? Okay, warte. Hier hängt noch eine. Das ist keine Krawatte, das ist auch keine Schnur. Ich glaube, das sind wohl die kleinen Gedärmchen. Ja, alles klar. Da hat aber jemand Spaß dran gehabt, die rauszuzuppeln. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, 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 Junge. Schlechteste Weihnachtsdeko ever. Das sah aus wie Hulk. Ein schönes kleines Bächlein. Oh. Mit toten Fischen offenbar. Okay. Ist nichts drin. Ich habe gerade extra so rübergeguckt. Okay, das ist bestimmt eine gute Idee. Ich mag das Detail mit dem Ehering übrigens gerade voll gerne. Irgendwas jault hier gerade. Könnte aber auch der Wind sein. Eine relativ moderne Ledertasche, die hier irgendwie nicht so richtig reinpassen will. Ist das das Bier, was wir auch zu Hause hatten? Ich hätte darauf achten sollen, ob es die gleiche Biermarke ist. Dalva. Okay. Es ist zumindest... Ich glaube, wir haben offenbar denselben Obst- und Gemüsehändler, wie es aussieht. Ja, diese Kartoffeln kommen mir sehr bekannt vor. Und schmutzige Kartons. Okay, mit dem Stein wirft man das Seil, glaube ich, oben über die Bäume. Ich glaube, wir haben hier das Haus desjenigen, der die Krähen gerne aufhängt, wenn ich es richtig sehe. Okay. Die Pflanze könnten wir ruhig gießen, aber zum Glück ist hier ja Wasser.
und eine neue Zahnbürste. Okay, wir haben das Wasser abgedreht. Na gut, mit dem Gießen wird nichts. Wir haben eine super alte, schmutzige Seife, aber eine brandneue Zahnbürste. Okay. Und nochmal Kartoffelkiste. Okay, hier ist jemand. Der nimmt Pillen. Das wird offenbar kein Monster. Also Monster nehmen selten Pillen und ich glaube, das sind Augen- oder Nasentropfen. Nasentropfen sind es, glaube ich, ne? Ich kenne wenig Monster der Geschichte, der Mythologie oder der Literatur, die zwischendurch Nasentropfen nehmen. Stell mir bei Graf Dracula einfach so vor. Ja, Moment. Nimmt's irgendwie raus. Weiß ich nicht. Hallo? Ach, das Knirschen war ich gerade. Okay. Umschläge. Ich hasse Umschläge. Ich habe hier gerade 2 Jahre an Post sortiert. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe da Trauma davon. So, da ist schon wieder das Bier. Offenbar ist jemand ein Bierfreund. Also zumindest kein Bluttrinker. Das ist doch gut. Und dieser Keller erinnert mich doch an den 7. Teil. Schönes Bild auch wieder. Ich glaube, der stopft einfach nur gerne Tiere aus. Kann das sein? Oder vielleicht auch Krähen? Ich weiß es nicht. Offenbar einfach jemand, der jagt, hat sich wahrscheinlich mit den Krähen den Fleischvorrat. Ich weiß nicht, warum er die Gedärme überall rausgeholt hat. Wahrscheinlich zum Ausbluten? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus. Guck mal, sein ganzes Gemüse ist schon vergammelt. Die Banane sieht inzwischen aus wie so ein Schokostick. Da, Klamotten auch mit Blut, aber gut, als Jäger vielleicht nicht so fragwürdig. Und sehr viel Knoblauch im ganzen Haus. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich sehe hier sehr viel Knoblauch. Drehen. Okay. Soll das... Ist das Jesus oder... Ich weiß, das sieht aus wie Jesus mit so einem Mückenstachel als Nase. Es ist der bluttrinkende Jesus. Was vielleicht auch passen würde. Ich weiß es nicht genau. War ich nicht. Okay. Das Mehl kommt mir bekannt vor. Wir haben die gleiche Sorte. Und ich glaube, dass diese Flasche, da hatten wir auch bei uns im Vorratsraum. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, hallo? Wo hat er sich hier verkrochen? Alles klar, ich weiß nicht genau, ob er das ist, aber... Wir können ja mal gucken. Da habe ich mich null erschrocken. Oh, alles klar. Ich drehe mich mal langsam um. Okay. Ich dachte, die Ratte soll ablenken und wenn wir uns umdrehen, ist vorbei. Ist das der dicke Nachbar aus Daylight? Der dicke Nachbar ist wieder da! Der dicke Nachbar von oben! Sah das hier vorher auch schon so aus? Ja, doch, ich glaube schon. Der war vorher oben, das Geweih abgebrochen. Die linke Hand. Die haben uns zuerst am Zaun eingerissen und jetzt haben wir den mit Blut verschmiert. Vielleicht unser eigenes, ich weiß es nicht genau. Wie ist das passiert?
Ja, das weiß ich auch nicht. Arbeitsunfall? Ich geh mal hier hin. Ich geh nicht zum großen Loch. Ich geh auch hier. Ah, okay, hier ist war der Eingang. Wir müssen da raus, ne? Okay. Oh, es wird Tag. Aber ist der Chris hier jetzt, ist der auch hier lang gegangen? Der muss doch auch all diese Abenteuer erleben. Boah, geht's jetzt echt gut aus. Oh, ist das schön. Wo zum Teufel bin ich? Das hessische Anwesen. Habe ich viel von gehört. Aber da sind auch noch irgendwelche Türme. Da ist eine Mühle. Und ich glaube, da unten ist Village. Da unten ist die titelgebende Village. So, rumsdi-bumsdi. Und ganz kurz, ne? Ganz kurz nochmal, ja, als Vorabwarnung. Ihr habt das vielleicht gemerkt in der ersten Folge schon. Ich sag's auch nochmal in der zweiten. Um Gottes Willen. Plötze! Nein! Meine Herangehensweise bei solchen Spielen ist, wir erkunden alles. Wir versuchen alles mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir dafür Gelegenheit haben werden. Das kann ich nicht sagen. Oh nein, die Eier. Da habe ich meine Eier verloren. In Resident Evil 8 habe ich meine Eier verloren. Da ist es passiert. All die Jahre ging es gut, aber das war zu viel. Also ich nehme immer sehr viel Zeit und gucke mir immer möglichst alles an, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich weiß nicht genau, bei 7 ging es auch nicht immer. Ich vermute mal, wir werden hier auch ein bisschen durch die Gegend gescheucht. Oh Gott. Aber wenn möglich, schaue ich mir trotzdem immer alles an und ich versuche auch ein bisschen die Story zu ergründen. Ich will nicht einfach nur durchrennen und sagen, juhu, durchgespielt, okay. Sondern ich versuche auch so ein bisschen die Story dahinter zu verstehen. Vielleicht sind sie unterwegs. Ja, ja. Das sieht auch so aus wie ein Haus, das verlassen wurde, weil jemand unterwegs ist. Der Borscht steht noch... Oh, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Steht noch auf dem Herd. Auf dem Holzherd wohlgemerkt. Das Schloss ließ sich leicht knacken. Alles klar. Ich werde wahrscheinlich dann wegen sowas hier auch wieder ein bisschen Backtracking machen und so weiter. Das heißt, und ich spiele es extra als Let's Play, ich weiß, auf Twitch haben das schon alle gespielt und sind wahrscheinlich schon durch. Ja, wahrscheinlich gleich am ersten Tag noch vor Release schon durchgespielt. Aber ich wollte es unbedingt als Let's Play machen, damit ich mich alleine fühle. Ich will drin sein im Spiel. Wenn da immer der Chat ist, wo man sich so ein bisschen wie in die Kommentare zurückziehen kann, so, ach Mensch, Chat, wie geht's dir? Ja, ne? So. Ja, doch, ich würde sagen, die sind nur... Das ist auf jeden Fall ein Runenkreis. Ich weiß aber nicht, was für einer. Der verschmiert wurde. Und ich glaube, dann ist hier jemand durchgebrochen. Es könnte natürlich Moskito-Jesus gewesen sein. Der gute Moskito-Jesus. So, und hier offenbar hat jemand... Hat jemand... sehr viel Kraft gehabt, offenbar. Achso, sonst geht's hier... Und hier wurde jemand erwischt, wie es aussieht. Hier noch durchgeprügelt und da wurde jemand erwischt. Okay, wir können aber nichts machen hier, ne? Da soll es gerade Essen geben. Und die wurden beim Essen überrascht. Das war Plötze. Da hat jemand gerade Plötze weggeschliffen. Plötze, nein! Plötzchen! Wenn es zu Weihnachten keine Plätzchen gibt, sondern Plötzchen. Der O-Saft, das Bier, die Kartoffeln, das Mehl. Also entweder liegt es daran, dass natürlich Assets sind immer begrenzt bei so einem Spiel, ne? Also gibt es halt zum Beispiel immer eine Packung Orangensaft, die sich im Spiel wiederholt. Das kann natürlich sein.
Aber trotzdem, ich bin noch nicht so, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und ich denke immer noch so ein bisschen an das Intro mit der Geschichte mit dem kleinen Mädchen, das dann durch die Märchenwelt gestolpert ist mit den Monstern, die aber eigentlich alle lieb zu ihr waren, bis sie gierig wurde. Ja, da ist irgendwas in den Bäumen, da will ich nicht hin. Hallo? Eine. Das ist doch wohl kein Zufall. Das Lieblingsspielzeug von Rose, das ist doch kein Zufall. Erzähl mir doch nichts. Was hat das hier verloren? Das ist doch kein Zufall. Oh, okay. Da ein schönes Spindelrad, eine junge Frau am Spindelrad. Nichts. Was hat das Spielzeug von Rose hier verloren? Und schon wieder so ein Ding. Und die Sachen an den Seiten wieder verschmiert. Ich glaube, die sollten das Haus schützen vor jemandem. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Der Charakter, von dem ich weiß, ist die Lady. Ich glaube aber nicht, dass die Lady hier rumschlawenzelt. Oh, ein Scheißhaus. Da muss ich rein. Wie? Ich will... Das nehme ich persönlich. Ganz ehrlich, bei so einem Spiel, wo man immer so ein kleines Schisschen in der Hose hat, da wäre so ein Scheißhaus echt praktisch. Do not enter. Und eine lebende Krähe. Das waren Flügelschläge. Ich dachte schon, da rennt jemand hinter mir her. So, da kommen wir natürlich noch nicht hin, ne? Nein. Wahrscheinlich später. Das ist aber ein neues Schild, ne? Zutritt verboten. Ein Brunnen. Der scheint aber nicht mehr ganz funktionell zu sein. Untersuchen. Irgendwas fehlt. Die Kurbel fehlt. Natürlich fehlt die Kurbel. Natürlich fehlt die Kurbel. Und schon wieder ein Scheißhaus. Da hätte auch was sein können. So, lass mich raten. Plötze kommt hier kam hier aus dem Stall. Na gut. Ah, ich kann auch ein bisschen rennen. Ich glaube, das werde ich später brauchen. Ist das ein totes Haus? Oh, das sind lauter tote Küken. Oh Mann, wie gemein! Das sind lauter tote Küken. Oh! Ich hasse alles hier. Da war gerade was, von da, wo ich kam. Das ist von rechts nach links gelaufen, aber hier geht's nicht weit. Okay, tote Küken, ich verstehe. Okay. Spritzen. Okay, vielleicht für die Tiere, ich weiß es nicht. Hier gibt's noch, ich weiß nicht, Kätzchen oder Hunde, Kaninchenstelle. Aber gar keine Tiere mehr, ich glaube, die sind alle gefressen. Sehr viele Spritzen. Hat jemand Experimente gemacht? Okay. Gut. So, das sind wir wieder bei dem Haus. Okay. Hier wurde Plötzchen weggeschliffen. Da war aber die Karre mit dem O-Saft. Und wir haben noch... Schon wieder die Musik.
einen alten Trecker, der aber noch läuft. Und die Bewohner haben echt keinen Schimmer von Weihnachtsdekoration. Was ist das denn? Das ist alles ganz widerlich. Das ist ganz widerlich. Ziegenköpfe. Ist die Ziege nicht das Tier Satans? Irgendwie sowas? Oh, da tropft sogar noch. Das ist richtig erntefrisch. Bestimmt noch warm. So, Friedhof, Werkstatt, Zeremonienplatz. Ja, wir kommen gerade nirgendwo hin. Okay. Da vorne brennt Licht. Das war sicher. Bestimmt war das sicher. Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Wenn das Haus mal sehe. Schönes Anwesen. Vielleicht könnten wir hier heimisch... Wo geht's denn hier? Okay, das ist der Trecker. Bin sicher, der Trecker kommt nachher noch weg und ist eine Abkürzung oder so. Okay. Hier leben noch Hühner und ich muss etwas für die... Ich muss etwas für die Aussparung finden. Höre ich hier was Grummel? Wie können denn hier noch Hühner leben? Das ganze Dorf ist tot, aber bei diesem Haus... Okay, gut. Aha. Sieht zerbrechlich aus. Ah, ein Messer. Oh, wieso freue ich mich eigentlich darüber? Ich weiß genau, sobald wir Waffen kriegen, ist das scheiße. Wir sollten keine Waffen kriegen. Ich nehme das Messer einfach nicht und dann bleibt alles friedlich. Mit dem Messer kennen wir uns ja aus. Das erste, was ich mache, ist natürlich hier. Manche Objekte... Okay, das wussten wir schon. Erste Hilfe Arznei. Ja, dankeschön. Mit Tab Inventar öffnen. Okay. Shift bewegen. Ausrüsten, Schnellzugriff untersuchen. Okay. Kann ich auch ziehen? Drag and Drop geht nicht? Ach doch, Shift. Hä? Oh, okay. Und wie lasse ich los? Space drehen, F besteht. Okay, das wird noch. Okay, da werde ich noch ein bisschen. Da muss man noch ein bisschen gucken. Okay, ich lass erstmal. Wir gucken das später. Hallo? Ich habe ein Messer. Sind Sie einfach weggelaufen? Die Suppe sieht aber sehr dünn aus im Vergleich zu der vorhin. Da ist gar kein Fleisch drin und nichts. Und das Bier, der O-Saft, die Kartoffeln. Das sind... Und die Flasche auch. Es sind immer die Merkmale. Und offenbar sind hier alle Leute begeisterte Jäger. Und dann wundern, wenn man selber mal irgendwann zum Opfer wird, wa? Und offenbar ist das hier ist wahrscheinlich so das Playmate des Jahres hier im Dorf. Die hängt in sehr vielen Häusern, wie es aussieht. Das ist, glaube ich, ja, das ist schon nice. Ist schon nice. Die ist schon krasse Fingerfertigkeit, die sie da zutage legt. Da kann man schon mal... Ist das eine gute Idee? Nicht schießen! Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Ich hätte das Messer nicht nehmen sollen, ich sag's doch.
Oh nein, ich will keine Waffe. Nein, dann greifen uns alle an. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Ethan! Was zum? Ethan! Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Okay. War das der Hulk von vorhin, den wir im Schneesturm gesehen haben? Und vor allen Dingen, hier sind sehr viele Müllsäcke. Wir sind unterm Haus, ne? Wieso kann ich nicht mehr ins Haus? Wir sind unterm Haus und wieso sind die ganzen Leute hier unterm Haus? Hat der alte Mann sich hier oder... Also haben die sich hier versteckt unterm Haus? Und die wurden dann alle aufgeslitzt? Oder... Okay, hallo? Leben Sie noch? Hallo, guter Mann. Sagen Sie doch was. Gottverdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Aber die haben keine Biss. Da hinten lebt noch irgendwas. Ich will da nicht hin. Die haben aber keine Bissspuren oder sonst irgendwas, ne? Oh! Oh! Ah! 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 Aua! Oh nein! Ah! 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 Das mit den Bissspuren, tut mir leid! Das hab ich... Ah! Meine Hand! So soll eine Hand nicht aussehen! Wie scheiße, was war das? Mann, deine fucking Hand ist weg! Du musst schreien! Du hast Schmerzen! Nein! Es ist wirklich Hulk! Oh gut. Oh ja, weich ruhig aus! Vier Schuss noch. Teufel. Wie viel Schuss brauchen die denn? Holy shit. Und seine Hand interessiert ihn gerade nicht? Ach so, klar. Halbe Hand ist weg, aber hier ist alles in Ordnung. Natürlich. Ganz ehrlich, wer braucht schon den kleinen Finger und noch den halben Ringfinger? Das ist, Kollateralschädchen. Kann ja mal passieren. Ein Bolzenschneider. Hallo. Oh, Bolzen unter Wichtiges. Bitte. Objekte herstellen. Ah. Unser Pol der Ruhe. Kann man hier schon sehen, wie er so ein Pilz aus dem Kopf wächst oder irgendwas? Cool, mit dem Knick im Foto, ne? Diese Details immer. Finde ich gut. Okay, ganz kurz. Unter Wichtiges, hier herstellen. Eine Medizin haben wir. Um Medizin herzustellen, brauchen wir ein Kraut und eine Chemikalie. Im Besitz haben wir nichts. Wichtiges ist der Bolzenschneider. Schätze können wir auch sammeln. Okay, Bolzenschneidi ist das hier. Kann man sich auch angucken. Sehr schön, das ist Bolzi. Unser Freund. Kann ich bitte zwischenspeichern? Ich wundere mich, dass ich jetzt noch nicht gestorben bin. Oh, Junge. Oh, frische Äpfel. Aber die Äpfel sind unangerührt, ne? Ah, Chemikalie. Guck mal. Eine Chemikalie haben wir schon. Da ist aber bestimmt auch irgendwo ein Kraut. Ja, siehst du mal. Und jetzt kriegen wir nämlich beigebracht, wie man das macht.
Natürlich. So, zum Tab. Und jetzt können wir hier eine erste Hilfearznei. F bestätigen. Und schon mal einer hergestellt. Errungenschaft freigeschaltet, Bastler. Jetzt haben wir zwei Medizin und ich will speichern. Und ich habe Angst, dass ich Medizin aus Versehen wieder benutze, wenn ich sie nicht brauche, wie bei Resi 7. Ist mir da ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie man sie benutzt. Aber ist mir da ein paar Mal passiert. Oh, zwei Biomülltonnen. Die brauchen wir ja auch im Dorf, wie es aussieht. Oh Gott, warte, 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 warte. Ah, okay, den müssen wir mitnehmen. Sonst kommen wir ja gar nicht raus. Ich dachte schon, wie schlau ich bin, dass ich den jetzt gefunden habe. So, den Bösewicht haben wir besiegt. Wir haben das Spiel durchgespielt, ne? Oh, schön mit dem Reiten. Schön mit dem Eis. Was ist das da drüben? Da ist auch wieder so eine gelbe Markierung. Ich glaube, die gelben Markierungen heißen immer, wir können da irgendwas machen. Hatten wir beim Brunnen, hatten wir bei dem Ding, was wir kaputt machen konnten. Ganz kurz, wie kann ich... Ah, 1 und 4, okay. 4. Achso, das sind 4 Patronen. 2 ist die Knarre. Okay, ja, ich bin doof. Falls ihr es nicht bemerkt habt. Ah, okay. Kann ich nicht hier einfach reingehen und dann bleibe ich da? Okay, hier ist gar nichts. Den würde ich gerne anzünden. Wird ein bisschen wärmer auch. Da hinten ist einfach mal gar nichts. Hat sich voll nicht gelohnt, das zu erkunden. So, schon wieder Biomüll. Mhm. Mhm, mhm. Ich höre eine. Oh, erschrocken. Von der anderen Seite verschlossen. Da hinten ist eine Kiste. Ja, eine Kiste. Von der anderen Seite verschlossen. Um Muni zu sparen, müsste ich vielleicht mal gucken, ob ich das Messer zwischendurch benutze. Okay, wir müssen durchs Haus, ne? Ich habe mit Häusern keine gute Erfahrung gemacht bis jetzt. Hier ist auch wieder gelb. Da geht's nach oben. Das ist eine Falle, oder? Ach ja, dann würde ich sagen, stimmt ja, ich gucke gerade auf den Timer, dann würde ich sagen, nächste Folge. Nächste Folge stolpern wir direkt mal rein in die Falle. Wenn es keiner ist, dann stehe ich vielleicht nicht so doof da, man merkt es dann nicht, weil ich das in dieser Folge gesagt habe. Nächste Folge stolpern wir direkt in die Falle. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V, tschüss.